Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Resident Evil 4 Remake. Beim letzten Mal sind wir ja hier bei so einer Art Untergrundlabor stehen geblieben, wo wir jetzt nun versuchen, einen Weg wieder nach draußen zu finden, um Ashley zu retten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, wir sind nicht allein. Mal abgesehen von dem Händler, der sich ebenfalls hier unten hin verirrt hat, ist ja auch noch so ein richtig fieses Insektenvieh, das uns einfach nur das Leben zur Hölle machen will. Und ja, das Schlimmste daran ist, das Teil ist einfach nur sehr, sehr schwer tot zu kriegen. Gut, es hat uns ja schon bereits einmal im letzten Part erledigt und jetzt versuchen wir es noch einmal. Ich muss ja eigentlich erstmal nur den Hebel hier ziehen, um die Stromversorgung wiederherzustellen und dann kommt das Ding auch schon gleich hier raus. Sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Okay, da bist du ja schon. Okay, ich renne erstmal. Du bist doch Ramons Schoßhund. Autsch! So gefällst du mir schon besser. Nachschlag! Okay, ich sollte abhauen. Und ich muss ja eigentlich erstmal noch was anderes erledigen. Und zwar, nachdem ich ja den Strom wiederhergestellt habe, sollte ich jetzt auch gleich den Aufzug aktivieren. Tatsächlich ist es ja, denke ich mal, genauso wie eigentlich im Original. Ich muss das Vieh nicht zwingend besiegen, sondern es reicht eigentlich ja schon aus, genau, wenn der Aufzug erstmal in Betrieb genommen wird und ich jetzt darauf warten muss, bis er endlich hier unten ankommt. Und bis dahin muss ich Zeit schinden. Das ist eigentlich ja tatsächlich das Wichtigste. Ich denke aber schon, dass man das Teil tatsächlich kalt machen kann, wenn ich nicht vorher kalt gemacht werde. Also kalt machen können wir das Teil generell, allerdings nicht auf dem Weise, die ich es gerne hätte. Denn wir haben eigentlich ja tatsächlich hier Stickstoffleitungen. Autsch. Boah, vorsichtig. So, nicht vergessen, ich sollte auch heilen. So, wo ist mein Inventar? Hier ist es. Okay, ich habe ja noch ein gelbes Kraut übrig. Das könnte ich ja noch für den Notfall aufheben. Ah, und ich muss jetzt mal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Nein! Oh, verdammt, ich hänge fest. Okay, aber er ist abgehauen. Spielen wir jetzt Verstecken oder was? Warte mal, wo bist du jetzt hin? Verdammt. Komm raus. So, warte mal. Ich sollte mal versuchen. Ach, Mann, ich drücke immer auf die falsche Taste. So, versuchen wir mal das hier. Ich wollte ja eigentlich das hier gerne auch mal hier verwenden. Mann, jetzt komm schon! Ah, Steuerung! Okay, ich bin echt total raus hier gerade. Scheint noch nicht zu reichen. Nein, sicherlich nicht. So, ich sollte vorsichtig sein. Gut, ich suche mir jetzt mal nochmal einen anderen Ort aus. So, erstmal, boah, stylische Rückwärtshaltung. Ja gut, sehr schön. Und jetzt, ich warte einfach jetzt, bis er hier auftaucht. Okay, das war jetzt echt schlecht gerade. Ich muss in die andere Richtung zurück. Sollte aber langsam hoffentlich bald die Meldung kommen, von wegen der Aufzug ist da. Ach, Kacke! Das war hinterhältig. Autsch! Komm schon, ich brauche unbedingt jetzt hier wieder einen Kühler.
Okay, gut, das war daneben. Er hat voll verfehlt. Ach, schade, dass ich das Ding nicht gleich wieder schließen kann. So, warte mal, hier war jetzt noch einer. Okay, gut. Das war's. Okay, die Granaten haben vielleicht ein bisschen geholfen. Dreck, das war jetzt nicht so gut. Ich muss jetzt leider ein bisschen warten. Boah, okay, Gott sei Dank, Karaut. Sogar Rot ist es dabei. Das heißt also, ich kann noch etwas überleben. Komm schon. Und super, ich habe sogar noch eine schwere Granate erhalten. Das sollte auf jeden Fall gleich richtig wehtun. So, den Schlag kassiere ich gerne. Ach, ui, das war knapp. Gut, dass ich da die Möglichkeit hatte, nochmal auszuweichen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also gut, einen der Kammern hat er ja jetzt erledigt. Er hat jetzt kaputt gemacht. Und ich habe mich jetzt gerade hier total in die Bredouille gebracht. Und komm schon, mal rauf. So, okay, komm schon. Wo war noch hier ein Frostteil? So, den hat er ja leider geschrottet. Muss den anderen finden. Oder ich hau einfach ab. Ich hab genug von diesen Spielchen. Aber echt. Es wäre zwar schön gewesen, wenn ich den platt gemacht hätte, aber ehrlich gesagt war mir das dann doch etwas zu... Oh, was ist das? Naja. Ich habe das jetzt einfach mal so jetzt genutzt, dass ich jetzt gerade hier angekommen bin. Kann enden, so wie für unsere jüngste Tochter, die nun eine der unseren ist, die aus unserem Fleisch ist, unserem Blut. Mein treuer Jünger wird ihr den Weg weisen. Jetzt geh, bring den umherirrenden Kindern die Erlösung. Wie ihr wünscht. Ich mach dir einen guten Preis. Ja, hört sich doch gut an. Kapitel beendet. So, wie sieht das Ergebnis aus? Ja, gut, die Punkte kriegen wir noch. Super, der Kastellan ist sogar auch sicher. Sehr schön, dann können wir ja gleich sofort hier an dieser Stelle weitermachen. Fortschritt speichern ist nicht nötig. Da will ich eigentlich erstmal die Zahl möglichst niedrig halten. Dir besser. Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh.
Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Ja, wenn man eigentlich bedenkt, was wir in deiner Akte so gelesen haben, sind wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir dir wirklich trauen sollen. Aber na gut. Ja, wir haben Louis jetzt an unserer Seite. Und im Vergleich zu Ashley kann er wenigstens eigentlich sich hier noch ein bisschen verteidigen, da er auch eine Waffe bei sich trägt. Ja, nichtsdestotrotz, unser eigentliches Problem löst das ja hier noch nicht. Wir sind immer noch hier unten in dieser Mine, wie es aussieht. Gut, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Geld und dann... Oh, was ist das? Ein Buch. Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keine freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. Datum 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten. Ich sollte schlafen. Datum 26. Oktober. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen, aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine. Du hast Besseres verdient. Datum Oktober. Seit morgen Kopf arbeitet nicht. Warum? Mein Blut mehr Blut hustet. Krabbeln wird wie in Insekten. Höre Stimme. Datum. Ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch, Lord Sadler. Ah, schätze mal, dieser arme Arbeiter wurde dabei auch infiziert und hat dabei Stück für Stück seinen freien Willen verloren. Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Neue Ware und ein neuer Schießstand? Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Na, dann zeig mal her, was du hast. Was ich derzeit habe. Okay, für ein Spezialupgrade kann ich das hier machen. In guten Händen, Partner. Keine Sorge. So, kann ich irgendwas verkaufen? Eigentlich ja nicht. Ich habe ja schon letztens alles hier verhökert. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja, so sieht's aus. Okay, Spezial-Upgrade-Ticket. Dafür brauche ich insgesamt 30 Spinell. Eigentlich fehlt da ja jetzt noch einer. Damit heilen, töten, einfach alles. Und schon könnte ich ja tatsächlich eigentlich ja den bekommen. Kelch der Buße. Kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. 3 rechteckige Vertiefungen. Ah, verstehe. Oh, man kann hier sogar goldene Jetons eintauschen. Ich denke mal, das lässt sich sogar investieren. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Die könnte ich nämlich ja tatsächlich gleich mal benutzen. Also mit denen, was ich schon habe, könnte ich vielleicht mit etwas Glück was Gutes bekommen. Denn es ist mir jetzt gerade sowieso jetzt eigentlich ja hier richtig recht, dass ich jetzt hier rein kann. Ich denke mal, ein bisschen rumballern kann jetzt eigentlich ja nicht schaden. Nur um den Kopf wieder frei zu kriegen. Da bist du. Wir haben eine neue Schießübung für dich, Fremder. Du bist doch dabei, oder? Na klar doch. So, dann werden wir mal gleich mal alles reinballern, was wir haben. Und Bingo! Leon mit Raketenwerfer selten. Raketenwerfer ist 20% günstiger. Ja, schön, cool. Naja, immerhin, er ist selten. Falls ich also mal vorhabe, den Raketenwerfer zu kaufen. So, die sind neu. Okay, Red 9 und Punisher. Das ist doch eigentlich ja tatsächlich etwas, was mir eigentlich ja liegen könnte. 3, 2, 1. Nimm aus. Das ist gut überraschend. Fies. Oh, traumhaft. Ah,
Ah, verdammt, okay, da habe ich eine zu viel gebraucht. Ach, Dreck. Der war wirklich echt fies. Aber naja, gut. Immerhin gab es dafür einen silbernen. Ich hab nur eine Waffe. Oh, verdammt. Okay, also nein. Ach, fuck. Shit, das hätte jetzt was werden können. No! Shit. Der war zu schnell, ich kann nicht hinterher. Ach, aber immerhin Rang A. Na gut, für die anderen beiden brauche ich die Punisher. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier einbringt. So, vorsichtig. Ups. Bist du müde oder was? Ein bisschen vielleicht. Kann sein. So, ich muss ja eigentlich ja darauf aufpassen. Der Japanische hat ja Durchschlag. So, warte mal. Warte mal. Fertig. Ach, es könnte... Shit, okay, warte mal. Boom. Okay, das war gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich habe fast alle erwischt. Aber ich habe leider nicht den Bonus geschafft. Du bist ziemlich gut. Na, ich könnte besser sein. Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O, Partner. Habe ich schon gemerkt. Oh, fuck it. Ah, das war gut. So. Mist. Shit. Das war jetzt natürlich nicht so toll. Da habe ich jetzt nicht so ganz auf die Munition geachtet, aber naja, das war schon mal kein schlechter Anfang. Die Maschinenpistole, um kurzen Prozess mit den Zielscheiben zu machen, wirst dabei mit einer geringeren Präzision leben müssen. So, okay, also ich krieg noch einen goldenen Jetor, wenn ich es ja schaffe, entweder alle Medaillen zu treffen oder noch mal mindestens 9000 Punkte auf die Liste kriege. Also was? 2, 1, leg los! Das Blut überfällt, du nimmst das viel zu ernst. Lass es einfach aussehen. Nachladen! So, okay, das hat schon mal gut funktioniert. So, und boom! So, das war schon mal gar nicht so schlecht gerade.
Aber immer noch viel zu wenig und ich habe nur eine Medaille erwischt. Verdammt. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Aber ich muss sagen, mit der Punisher kann ich eigentlich ja zumindest einigermaßen gut. Hoppala. Ah, na komm! Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay. So, warte mal. Kommen wir jetzt auf der Seite gleich raus. Warte mal, was habe ich verfehlt? Ich habe alle getroffen, aber wo waren jetzt noch Medaillen? Du bist ziemlich gut. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig aufgepasst. Irgendwo habe ich Medaillen übersehen. Wahrscheinlich irgendwo in einem toten Winkel, als diese Matrosen noch da waren, aber ich bin da nicht so ganz sicher. Hm. 3, 2, 1, leg los! Werd mich mal ein Triple. Sieh dich an, Mann! Ah, hoppala. Doppelkill. Fantastisch. Sehr gut. Oh, traumhaft. Nachladen. So, okay, das war schon mal gut. Aber wo habe ich jetzt hier bitte schön eigentlich ja jetzt eine Medaille übersehen? Okay, irgendwo mache ich da was falsch. Okay. Möglicherweise, aber ich habe nur. Mir sind da jetzt aber nur zwei Medaillen gerade aufgefallen. Irgendwo bin ich da echt blind, wie es aussieht. Viele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Ich versuche es nochmal mit dem anderen hier. 1, leg los. Oh, okay, das war nicht schlecht, aber ich brauche ein bisschen mehr Zieltreffer. Tja, aber es bringt ja nichts. Weil klar, ich krieg zwar eigentlich ja jetzt zwar ein bisschen Punkte gut, aber wenn ich dabei die Matrosen mit erwische, ist natürlich scheiße. Man könnte eigentlich ja vielleicht im letzten Moment auf sie schießen, also sobald die Matrosen abtauchen, dass man dann eventuell noch mehr trifft. Aber das ist ehrlich gesagt eine ziemlich riskante Geschichte. Oder was sagst du dazu, Luis? Willst du es auch mal probieren? Ich habe nichts dagegen. Oh Mann, naja gut, ich werde erstmal ein bisschen Prämien einheimsen, mal sehen, ob ich irgendwas Gutes kriege. So, was haben wir hier? Die Bella-Schwestern. Häufige Herstellung auf Magnum-Munition habe ich schon. Und ein Goldener ist dabei. Ada Wong. Reparatur der Schutzweste ist 30% günstiger. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das könnte ich eigentlich ja gleich sofort anpassen. Hier war doch, wenn ich mich nicht... Arbeit, Cowboy. Hat allein vom Zusehen Spaß. Was du nicht sagst. Meine, ich hatte auch meinen Spaß, das ist schon klar. So, ich könnte eigentlich ja theoretisch eigentlich ja noch hier ein bisschen was verkaufen, oder? Ich gehe erstmal kurz nach oben. Irgendwo muss ja da ein Speicherpunkt sein. Tust du dir nicht was Gutes? Tue ich das nicht immer?
Ah, hier. So, erstmal den Koffer ein bisschen anpassen. So, Ada mit dem Koffer, mit dem hier. Okay, warte mal, was habe ich hier überhaupt eigentlich aktuell ausgerüstet? Häufiger Herstellbonus auf Munition, MP-Munition, das brauche ich ja zum Beispiel eigentlich ja nicht. So, dann habe ich ja diesen Käfer hier, oder? Verkaufswert von heilenden Objekten steigt um 100%, also eigentlich brauche ich den auch nicht unbedingt. Ich werde mal am besten einfach mal alles rum erstmal hier ersetzen. Also der Dorfbewohner kann bleiben. So, Wiebern stellen 30% mehr Gesundheit wieder her. Herstellerbonus auf Bolzen. Nicht unbedingt gerade das, was ich gebrauchen kann. So, und ich werde mal den Koffer wechseln. Ich habe ja jetzt aktuell genug Pistolenmunition. Da könnte es eigentlich ja nicht schaden, wenn ich mal ein bisschen mehr Rohstoffe sammle. Das heben wir uns dann alles dann fürs nächste Mal auf. So, okay. Wer war das jetzt hier nochmal? MP-Munition? Den brauche ich eigentlich ja nicht. Raketenwerfer ist 20% günstiger. Den nehme ich einfach erstmal mit. Einfach nur mal zu schauen, was es mir bringt. Und ich kann ja auch sicherlich hoffentlich ein paar Doppelte verkaufen, oder? Was kann ich dir Gutes tun? Genau, weil ich habe ja die Bella-Schwester doppelt. Ich kaufe fast alles. Kann ich also die schon mal wegbringen? Im Grunde könnte ich auch tatsächlich generell irgendwas verkaufen. So, das ist ja jetzt noch in der Aufbewahrung. Theoretisch könnte ich das Sturmgewehr ja verkaufen, aber ich denke mal, ich behalte es lieber. Nur zur Sicherheit. So, haben wir noch irgendwas? Okay, ich kann jetzt eigentlich ja sogar nur goldene Jetons bringen. Kann beliebig oft getauscht werden. An sich ist das ja verlockend, würde ich sagen. Das könnte man tatsächlich mal so in Betracht ziehen. Ich denke mal... Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Weil was anderes brauche ich ja momentan generell hier nicht. Ich meine, ich könnte theoretisch bald auch hier die Mathilda und die Punisher eintauschen. Das wäre sowieso kein Plan. Bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns. Also ich möchte zumindest die beiden Waffen eigentlich ja auch tatsächlich für meine Sammlung haben. Ja, das ist natürlich aber auch erstmal krass. Die Schulterstütze kostet mehr als alles andere. Wäre das dann alles? So, was habe ich hier eigentlich noch alles? Okay, ich habe eigentlich insgesamt 9 Saphire dabei. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Das wäre eigentlich keine schlechte Investition. Dann würde ich ja nämlich sowieso eigentlich ja noch eigentlich einen schönen Bonus bekaufen beim Verkaufen. Stirb mir willkommen. So. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, an dieser Stelle soll es das denn erstmal mit dem heutigen Part hier gewesen sein. Und ich denke mal, dann werde ich auch mich ja auch offscreen mal darum kümmern, vielleicht nochmal ein bisschen am Spielstand, am Schießstand hier noch ein bisschen zu punkten, dass ich vielleicht nochmal was Cooles hier rausbekomme. Also dann, ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen und dann geht es hier auch beim nächsten Mal weiter, gemeinsam mit Louis hier. Damit wir ja hoffentlich bald einen Weg hier aus dieser Mine herausfinden. Also irgendwo müssen wir hier sein und es muss ja hoffentlich dann wieder einen Weg rauf auf die Burg geben. Und wie es dann weitergeht, ja, wir müssen Ashley wieder retten, wo auch immer sie jetzt gerade ist. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss!